Was hat dich denn bewogen, heute hierher zu kommen und wo sind wir denn überhaupt? Also wir sind jetzt aktuell in Völkermarkt und bewogen hat mich tatsächlich mein ganz lieber Freund, der da drüben steht, der Didi, der mich ans Harley-Fahren oder zum Harley-Fahren gebracht hat, beziehungsweise eben auch gern auf die Touren immer mitnimmt. Aber gezwungen hat er dich nicht, oder? Absolut nicht. Also absolut Leidenschaft zwischenzeitlich. Fährst du auch Bike? Ich bin gerade am Lernen beim Bikefahren. Also das wird jetzt definitiv in Angriff genommen, in dem Sommer dann noch mit der Harley dann selbst zu fahren. Was ist denn das schwierigste Thema beim Motorradfahren lernen oder bei der Fahrprüfung? Oder bei der theoretisch oder eher praktisch? Na, es ist tatsächlich schon Praxis. Ich glaube, dass das, wenn man das nicht von Anfang an macht und ganz früh macht, dann hat man so im Kopf so das ein oder andere, was einen ein bisschen hemmt. Ich glaube, das tut man sich in jungen Jahren ein bisschen leichter zum Lernen. Kannst du uns mal prüfen, ob wir das noch können? Was ist denn eine Frage zum Beispiel? Oh Gott, was ist denn eine der Fragen? Also zum Beispiel die verschiedenen Antriebsarten ist eine Frage. Und kannst du das beantworten? Und was treibt dich an? Was mich antreibt, die Leidenschaft. Okay. Was fällt dir denn ein zur Charity-Tour? Also dass ganz eine großartige Leidenschaft verbunden wird mit etwas, was für etwas gut ist. Also dass Menschen für etwas einstehen. Das heißt, ihre Leidenschaft teilen und einstehen für andere. Das fällt mir definitiv dazu ein. Und bist dann nächstes Jahr schon am Moped dabei, oder? Unbedingt, auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Danke euch.